Hallo Fische, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für die nächsten Tage für dich steht. Ja, für die nächsten Tage. Schauen wir mal. Unter dem Deck Fische, wir haben die Nummer 3 der Kelche. Eine positive Karte, wenn wir jetzt denken, also es ist eine Karte, die für Freude dasteht. Ja, man feiert irgendwie, man freut sich. Auf jeden Fall 3 der Kelche ist eine Karte, wo man die mit auch mit Freunden zu tun hat. Ja, also mit ja. Also irgendwie ist eine positive Energie, ja. Wenn wir jetzt so wollen, also im Prinzip positiv ist die Karte, aber die Sache ist, es kommt jetzt darauf an natürlich, was die Karte in Wirklichkeit uns alles sagen wollen, ja. In Verbindung mit anderen Karten, es ist ja klar. Aber im Prinzip, was die Energie in sich bedeutet, ist ja, ist da positiv, ja, also ist eine Karte, die wirklich Freude zeigt. Man freut sich, man ist glücklich, man feiert, man trifft sich auch vielleicht wieder mal mit Freunden, ja. Ja, irgendwie ist eine positive Karte dafür, ja. Und schau mal. Schau mal hier, also sehr wirklich interessante Karten. Also 9 der Kelche, König der Münzen, der Narr und 3 der Kelche. Also wie du siehst, hier zeigt sich fast einen Treff, ja? Könnte man denken, ja? Also dass man irgendwie eine Person trifft, sieht, ja? Und vielleicht sogar was unternimmt, irgendwie. Ja, also auf jeden Fall, hier haben wir König der Münzen auch, Stier, Steinbock, Jungfrau. Aber du weißt, es muss nicht für diesen Sternzeichen reden, sondern generell eine Energie, die Stabilität zeigt. Es könnte sogar für neue Projekte hier, wir könnten sogar mit neuen Projekten hier zu tun haben. Ja, was mit Finanzielles, mit Geld, mit Beruf zu tun hat. Also wir haben hier mit einer positive Kombination von Karten, ja, muss ich schon sagen. Und tatsächlich Arbeit ist hier zu sehen. In manchen Fällen, ja, die Personen, die das jetzt trifft. Also ich habe hier diese Situation. Natürlich sehe ich ja eine Person hier, ja, und schau mal jetzt, Fische, welche Karten für dich gekommen sind. Also die Karte die Liebenden, 3 der Schwerter, 4 der Münzen.
Also die Karte die Liebenden passt sehr gut für den heutigen Tag, Valentinstag. Ja, alles Gute zum Valentinstag, Fische. Auf jeden Fall sogar die Karte ist hier heute in deine Legung. Also ist schon wirklich schön, muss ich schon sagen. Also die Karte die Liebenden spricht auch für Sternzeichen Zwilling. Ja. Die Karte, die Liebenden begleitet mit drei der Schwerter. Ich meine, komplizierte Situation hier. Ja? Du siehst ja, also Fische, ich könnte denken, ich könnte jetzt denken, so auf der Schnelle, dass eine Person dich nicht loslassen kann oder. Obwohl eine Situation sehr kompliziert aussieht. Es gab hier irgendwie eine Enttäuschung. Eine Enttäuschung ist hier zu sehen. Eine Enttäuschung, in manche Fälle reden wir über Dreierbeziehungen. In manche Fälle reden wir, ja, aber deutlich. Es ist jetzt nicht nur so gesagt. In manche Fälle reden wir hier tatsächlich über Dreierbeziehungen, ja. Und irgendeine Situation, Fische, ist hier ja hier geschehen. Ja? Drei der Schwerter ist ja hier präsent. Ja? Also von da aus, es ist tatsächlich eine Situation, wir haben hier mit einer Situation zu tun, die kompliziert war. Und jeder von euch hat eine andere Situation, erlebt eine andere Situation. Und wir könnten hier jetzt über vieles reden können, aber jeder von euch weiß, in welcher Situation sich befindet. Und das ist ja drei der Schwerter in deiner Kartenlegung in der Mitte ist eine komplizierte Situation hier zu sehen. Ja? Und natürlich reden wir über Liebe. Also das ist hier sehr stark die Liebe jetzt, die Karte die Liebenden und diesen Herz nebendran, ja? Also die Karte die Liebenden und ein Herz nebendran. Aber ein Herz, der enttäuscht ist, ja. Und übrigens, Fische, es muss nicht immer für jeder über das Gleiche reden, ja. Ja, also, die Karte, die Liebenden hier, natürlich, und die Karte der drei der Schwerter, für mich spricht das deutlich für Liebe, für einen Wunschpartner oder so. Aber es muss nicht für jeder das Gleiche bedeuten. Es kann mit Familie zu tun haben, es kann mit Freunden, immerhin, weil Liebe empfindest du nicht nur für einen Wunschpartner, Liebe empfindest du für andere Personen auch, ja, und du siehst ja, es ist deutlich, irgendwie eine Situation ist hier schon geschehen. Aber tatsächlich, eine Person hier kann nicht loslassen, trotzdem kann nicht loslassen. Ja, also irgendwie hier ist diese Situation hier, Augenblick bitte, Fische. Wenn ich die Karte erwische, ja. Ich denke auch, deswegen schützt du dich auch, ja, Fische. Wir reden ja über dich, ja. Es kann sich natürlich spiegeln, wenn hier für die Crosswatcher kann sich das spiegeln, ja. Aber im Prinzip, ich rede für dich. Es kann deswegen auch sein, dass du dich auch schützen möchtest, ja. Dass du halt, ja, dich ein bisschen distanzierst, dich schützen möchtest, dich ja möglicherweise ja um deine Arbeit kümmerst, um deine Sachen kümmerst, aber dass du dich distanzierst von dieser Situation. Es ist ja aber tatsächlich jemand möchte hier nicht loslassen. Ne? War ja, du glaubst es nicht, sage ich dir. Du glaubst das nicht. Ja. Wahnsinn. König der Stäbe, Sternzeichen Löwe,
Schütze wieder. Waage ist hier zu sehen. Nochmals achte Münzen. Vielleicht eine Verbindung mit der Arbeit sogar. In irgendeiner Weise. Fische, ja, in irgendeiner Weise, dass du diese Person durch die Arbeit kennst. Ja, dass sogar vielleicht eine Distanz jetzt da war, eine Trennung, vielleicht eine Person, in manchen Fällen, die nicht mal in der gleichen Stadt wohnt. Ja, vielleicht bereits eine Trennung da. Schau mal hier, Fische. Die Karte, die Liebenden, begleitet nochmals mit der drei der Schwerter, nochmals zwei der Münzen. Ja, also hier sehe ich schon Zweifel. Ich sehe hier Zweifel, ich sehe diese Enttäuschung, aber ich sehe möglicherweise eine zweite Energie. Hier sieht man, spürt man eine zweite Energie. Eine Person, die vielleicht eine Entscheidung treffen sollte, ja, und Zweifeln hatte. Aber es kommen Veränderungen, Fische, auf dich zu. Es kommen schon Veränderungen. Denn diese Person, Fische, wird sich bei dir wieder zurückmelden. Diese Person wird sich wieder sehr schnell kommunizieren. Jemand möchte hier tatsächlich nicht loslassen. Ja, also vier der Münzen, Puppe der Münzen und ein König der Kelche. Fische, Krebs, Skorpion, muss aber nicht sein, weil wie gesagt, wir reden hier, wir haben jetzt hier ein König der Stäbe, ein König der Kelche. Wir haben jetzt zwei Energien hier zu sehen und dass wir hier vielleicht von der gleichen Energie reden könnten, ja, vielleicht spricht das für die gleiche Energie, ja. Und deswegen, es kann irgendein Sternzeichen sein. Zwilling ist sehr stark hier zu sehen, muss ich dir schon sagen. Zwilling, aber wie du siehst, es kann auch Löwe, Schütze, Widder oder sonst Wasserelement, ja. Also Fische, ich denke, eine Person wird sich bei dir irgendwie kommunizieren oder zumindest das ist, was diese Person möchte. In manchen Fällen sogar sich entschuldigen. Und jeder wird irgendwie mit der Energie in Resonanz kommen, so irgendwie. Aber diese Person möchte sich kommunizieren und schnell. Und ja, heute haben wir ja Valentinstag. Ja? Vielleicht eine gute. Eine gute Zeit dafür, keine Ahnung. Ja. Also für manche ist es hier auch neue Projekte, muss ich schon sagen, ja. Also neue Projekte, eine Situation, die mit Beruf, mit Arbeit zu tun hat, die sich sehr positiv zeigt, ja, die sich neu fühlt und wo du dich auch sehr wohl fühlst. Du, ja, eine Arbeit oder eine Situation, die du sehr gerne machst. Ja, in Sache Beruf zeigt sich sehr viel Erfolg hier. Und wir haben Rat des Schicksals. Ja? Eine Situation, die sich verändert. Wir haben hier mit Veränderungen zu tun, Fische. Wir haben hier mit starken Veränderungen zu tun für dich. Es wird aber schnell gehen und es sieht gut aus, muss ich dir schon sagen. Also okay, diese drei der Schwerter sieht man ja hier oft, aber ich denke, du schützt dich vor dieser Situation, ja? Du schützt dich schon vor dieser Situation. Du bist momentan auch sehr intuitiv, Fische, und du wirst schon
Also der König der Kelche ist ja hier, spricht auch für dich, ja, König der Kelche, Fische. Das könnte es ganz gut du sein. Diese Person ist ja, wie du siehst, in einer Meditation auch, ja. Würde ich zumindest auch denken, dass er in dieser Meditation ist. Also diese Person ist sehr mit dem Hier und Jetzt verbunden. Also, und ich denke, du wirst, wenn du irgendwie eine Entscheidung treffen solltest, hier. Nicht unbedingt zwischen zwei Personen, sondern generell einfach eine Entscheidung über eine Situation treffen solltest. Du wirst genau wissen, was du machst, was du machen möchtest hier. Du bist in deiner Mitte, also du weißt ganz genau, was du hier machen musst, ja. Es ist also positiv vierte Münzen, Puppe der Münzen und der König der Kelche. Einen Altersunterschied sieht man hier aber auch, ja, Fische zu einer Person. Einen Altersunterschied, oder wir reden hier über Kind, ja, über einem Kind, ja. Also tatsächlich hier haben wir mit einer Enttäuschung zu tun, mit einem Treubruch zu tun. Fische, das sieht man schon sehr deutlich, diesen Treubruch. Möglicherweise jemand, die sich auch nicht entscheiden könnte. Aber ich denke, wie gesagt, nochmals, es kommen Veränderungen auf dich zu, ja. Es kommen Veränderungen. Rat des Schicksals ist hier und schnelle Veränderungen. Und eine Person, die mit dir was klären möchte. Egal, wer diese Person jetzt ist für dich. Aber das zeigt sich hier sehr stark, ja. Ja. Weil hier gibt es tatsächlich eine Person, die dich noch nicht vergessen hat. Ja. Also eine Person, die dich nicht vergessen hat, irgendwie. Obwohl wirklich, was da passiert ist. Hier haben wir es schon mit einer, naja, zweimal drei der Schwerter. Und die Nummer 333, Fische, sehe ich hier. Ja. Drei der Schwerter zweimal und die Nummer 3 der Kelche. Die Nummer 333 wiederholt sich bei dir sehr viel. Und nochmals, die Karte die Liebenden. Eine positive Karte, ja, für dich. Nochmals, Sternzeichen Zwilling. Also Luft ist hier sehr präsent, ja. Luftelement. Deswegen sage ich dir, es könnte irgendeine Sternzeichen hier präsent sein. Zwilling natürlich, Luftelement auf jeden Fall. Waage ist auch hier präsent, aber es könnte nochmals Wasserelement oder Aszendent oder wie auch immer. Deswegen ist kompliziert und man muss da sich nicht so. Ja. Also Fische, das ist, was ich für dich habe für die nächsten Tage, ja. Also. Diese Situation, die du kennst, eine Person, die du ja natürlich kennst und die sich wieder bei dir melden möchte. Vorerst sehe ich keine neue Situation. Die Person kennst du. Die Person kennst du. Vielleicht auch gar keine Kommunikation bis jetzt gewesen, aber es kommt Kommunikation. Fische, ich wünsche dir einen schönen Valentinstag. Ja. Und ja, ich danke dir für deine Likes und deine Abos. Und genau. Und bis bald, Fische. Ja. Tschüss.